Ey, das sieht doch immer lecker aus. Ist es auch. Geil. Wahrscheinlich wird es total verrunzelt aussehen, wenn wir es aus dem Ofen Nein, das sieht genauso aus wie auf dem Bild, wenn wir das machen. Ich hab doch gar nicht so eine Telle. Heute kochen wir mal eine richtig schöne Tortilla de Patata und dazu machen wir Guacamole. Wir haben schon vorbereitet Kartoffeln in dünne Scheiben geschnitten, 4 Stück an der Zahl. Dazu Zwiebeln in kleine und dazu viel kleine geschnitten. Dazu haben wir eine Paprika gewürfelt und ebenso mehrere kleine Zwiebeln. Wir beginnen die Zubereitung mit einem Monolog von Piet Klocke geschrieben und richtig viel Öl. Die schneller stinkende Drecksau. Als nächstes werden wir die Kartoffelscheiben in die beschichtete Pfanne geben mit dem ganzen Öl. Es ist sehr wichtig, dass die Kartoffelscheiben im Öl schwimmen und nicht anbraten, sondern zerkocht werden, später auch mit der Paprika und der Zwiebel, damit eine Art Kartoffelbrei entsteht, der später in der Pfanne zum Teig gebacken wird. Wir schwenken jetzt diese Kartoffelscheiben in Öl, solange bis sie goldbraun angebraten sind. Und wenn sie schwarz werden, dann kriegen wir Krebs. Und das will ja keiner. Das heißt, wir können, indem wir das Zeug kochen, anderen Leuten Krebs geben? Ja! Alright, es geht weiter, liebe Zuschauer. Und zwar habe ich vorhin ziemlich viel Scheiße erzählt, was ja nichts Besonderes ist. Wie üblich. Wie üblich, ja. Und zwar werden die Kartoffelscheiben gar nicht goldbraun angebraten, weil wir keine Bratkartoffeln machen wollen, sondern wir hauen möglichst viel Öl in die Pfanne, sodass die komplett da drin schwimmen. Und das heißt, wir kochen die jetzt richtig schön weich. Dann tropfen wir die nachher mit einem Sieb ab und zerstampfen die. Und dann haben wir einen richtig leckeren Kartoffelbrei. So in der Art. Flieg los, Kartoffelbrei! Flieg! Während ich weiterhin völligen Unsinn mit den Kartoffeln anstellte und sämtliche Hinweise Neltons diesbezüglich ignorierte, kümmerte sich dieser nun um die Guacamole. Er verwendete den Fokus der Kamera dabei genauso professionell wie ich die Blende, während er diese grünen Dinger zerteilte. Was waren die noch gleich? Das ist jetzt Papaya oder was da war? Avocado! Das ist das Gleiche. Ja, richtig. Avocado, Papaya, Orange, Apfel, alle das Gleiche. Du bist so ein Penner, weißt kannst du? Alle in guck dir diesen grünen Brei doch mal an. Muss kannst ich du alles in einen Salat hauen, zusammen mit den Zwiebeln und den Gurken. Netten, es wäre schön, wenn du mal den Vibrato ausmachen würdest, ja? Oh ja, macht mich das an. Ja, so nachdem wir geklärt hätten, was Papaya und Avocado eigentlich sind. Und was sie nicht sind. Genau. Wieder zurück zu den, nicht den Bananen wie in der letzten Folge, sondern den Kartoffeln. Wie man sieht, dann kommen da jetzt die Zwiebeln und die Paprika mit dazu. Und da wird das Ganze noch eine Runde im Öl durchgekocht, bis man alles zusammen miteinander verstampfen kann. Und dann geht's weiter. Womit geht's dann weiter, Nelton? Weiß ja selber nicht so mit genau. Der einmal mit Profis arbeiten hier. Sag's mal, weißt du, also ich weiß nicht, was Avocados sind und ich habe auch keine Ahnung, kochen wir überhaupt, also ich weiß auch nicht, was wir machen. Also alles so ein Rätsel, so ein bisschen. Ja, weißt du, ich mach den Scheiß doch hier nur wegen dir und wegen meiner YouTube-Karriere. Wir haben jetzt dieses gesamte Konstrukt aus Kartoffeln, Zwiebeln und Paprika abgetropft und in eine Schüssel gegeben. Und Nelton wird da jetzt noch Eier dazu hauen. Richtig, wir nehmen 3-4 Eier und verrühren sie mit dem Gemüsebrei, mit dem Gemüsekartoffelbrei, der sich bereits in der Schale befindet, sodass wir nachher in der Pfanne einen richtig schönen festen Teig haben. Oh, geile Tomaten. Oh. Schauen wir uns mal hier die Guacamole an.
Bisher haben wir darin Avocados, zwei an der Zahl. Dazu zwei Esslöffel Naturjoghurt, eine halbe Zitrone, beziehungsweise den Saft einer halben Zitrone. Und jetzt kommen auch noch zwei Tomaten hinzu, später Pfeffer und Salz. Und was wir noch drin haben, sind zwei Knoblauchzehen gepresst. Nur Knoblauchzehen, nicht deine eigenen? So als Note könnte man das doch noch meinen. So als kleine geschmackliche Verfeinerung. Als hättest du Ahnung von Noten. Von Fünfen und Sechsen schon. Um das Ganze zu einer gewissen Art Teig zusammenzuführen, haben wir nochmal 5 Millionen Eier dazugegeben und braten das Ganze jetzt erneut in der Pfanne an. Wie grazile und elegant unser Nelken diese, ich wollte gar Kartoffeln sagen, aber... Ja, Avocados, Kartoffeln, okay. Tomaten, Papayas, wer weiß das schon, ich meine... Dieses Wildschweinfilet schneidet, das ist einfach großartig. Irgendwie ist ja auch kein Fleisch dran, also muss es ja irgendwie alles ein und dasselbe sein. Weißt, das ist rund, das müssen Brüste sein. Anderes kann das nicht sein. Und dieses verspielte Messer mit dem kleinen süßen Fisch drauf. Es wird gleich viel weniger gefährlich und viel weniger scharf. So als könnte das Ding mit einem tranchieren. Ja. Ob Massenmörder auch solche Messer haben? Natürlich. Manche. Ja, nur mit, ich meine, nicht alle bestellen bei W&F, aber... Colt ist übrigens pleite, ne? Der Hersteller von Colt. Wie kann Colt denn pleite sein? Ist so. Wird doch immer noch geballert. Ja, ja, aber die Amis haben halt ihre Waffen und... Ich weiß auch nicht, die haben sich irgendwie verkalkuliert und jetzt sind sie pleite. Die Amis wollen immer mehr Waffen, privat wie staatlich. Ja, die sind aber pleite, ich denke mir das doch nicht aus. Es gibt ja schließlich noch genug andere Hersteller. Vielleicht einfach, die Konkurrenz hat sich vielleicht einfach ausgestochen. Oder ausgeschossen. Ja, dann wird die Waffenlobby wahrscheinlich wieder ein bisschen Geld in die Staatskasse geben und dann wird irgendwo wieder. Dann wird er subventioniert und dann. Irgendein Krieg ausbrechen und das wird in diesem Fall wahrscheinlich der Cold War sein. Gab es nicht auch so eine Serie, ein Cold für alle Fälle? Ja, Cold Siebel. Tja. Schöne Serie. Tja, müssen sie jetzt wohl umbenennen, ne? Eine Beretta für alle Fälle. Ein G36 für alle. Ach nee, lassen wir das nicht mehr. Eine Steinschleuder für alle Fälle. So. Ich sollte nicht mehr mit so anfangen. Metal-Leute, wie man sieht, haben wir jede Menge Krebs zubereitet. Es sieht nicht so schön aus wie bei Chefkoch. Es muss eine schöne goldbraune Hülle haben. Aber ich meine, das Dunkelschwarze kann man abkratzen und es muss ja schön. Und es ist innen immer noch schön locker. Genau. Es ist essbar, auch wenn es scheiße aussieht. Moment! Es sieht nicht scheiße aus. Es ist essbar und es sieht gut aus. Oder haben Sie schon mal Lapskaus probiert? Das klingt ekelerregend. Ich habe schon mal Garnelen gegessen. Garnelen sind wirklich lecker. Ekelhaft. Was ist gegen Garnelen? Weißt du, solche jetzt Latopram? Hauptsache knallt. Ja. Dann habe ich deiner Mutter letzte Nacht auch gesagt. Dylan Neal, Chuck Norris, President's Man. Überarbeitete Fassung. Was gibt's denn da noch zu überarbeiten? Der Film ist. Der Film ist doch schon perfekt, so wie er ist. Es ist Chuck Norris dabei. Ja, aber die anderen konnten mit seiner schauspielerischen Leistung nicht mithalten. Ja, der Drachenlord würde das mit einem Bissen verschlingen. Ohne zu kauen, gleich schlucken. Ich will es nicht, ich will gar nicht wissen, wie viel der Drachenlord schluckt. Schön Boysahne. Mm. Ja, das lief doch super, Nelken, ne? Sah ein bisschen dilettantisch aus, aber ich hätte es auch nicht besser gekonnt. Puh, was war das für ein Tag? Ich gebe zu, wir haben so einiges verkackt. Nelken hat die Scharfstellung nicht richtig hinbekommen, sodass die meisten Bilder, die er gemacht hat, eher nicht so schön aussehen. Das könnten auch UFO-Sichtungen sein. Ich habe die Blende nicht richtig eingestellt, so dass es aussieht, als würde man die meiste Zeit direkt in die Sonne schauen. Und wir haben auch noch vergessen, eine Abmoderation zu filmen, so dass ich das jetzt auch noch übernehmen muss. Nun ja, das Essen sah nicht ganz so gut aus, zumindest nicht die Tortilla de Patata, aber sie hat sehr gut geschmeckt. Das könnt ihr mir glauben, dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Schauen wir uns doch mal das Endresultat an, sowohl von dem einen Gericht als auch von dem anderen Gericht. Lecker, oder? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Wenn euch dieses Video überhaupt nicht gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen nach unten und schreibt uns einen Hate-Kommentar.
Abschließend ist nur noch Folgendes zu sagen. Wir danken Leonie für die Erstellung unseres Titelbildes, denn wir sind beide nicht besonders gut mit MS Paint und hätten das niemals hinbekommen. Leonie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, also wenn ihr sie besuchen wollt, dann schaut mal bitte unten in die Videobeschreibung. Und was ich noch sagen wollte... Dieses Video ist Creative Commons. Eine Liste der Musikstücke, die wir verwendet haben, um es zu produzieren, findet ihr hier. Bis dann. Ich bin so begeistert von mir. Ja, ich auch. Kriegst du wieder ganz harte Nippel dabei. Oh, ich will nicht so für deine Nippel hören. Echt nicht? Also ich finde die eigentlich ganz schön. Nur dieses Haargekräusel da drumherum. Das ist so ein bisschen nervig, weil manchmal, wenn man so ein T-Shirt anzieht, dann bleibt man so, bleibt das T-Shirt manchmal so an den Nippel hängen. Kannst du auch wieder im Winter anhand der Länge deiner Nippel messen, wie kalt es ist? Also ja, das sowieso, aber kennst du das, wenn du ein T-Shirt anziehst und dann das T-Shirt an deinen Nippelhaaren hängen bleibt und dann so ein ganz kurzer Schmerz ist? Nein, weil mein ganzer Körper unterhalb des Halses haarlos ist. Was? Du ziehst dir Wachsstreifen über den Bauch? Wie glaubst du das denn? Nein, das ist natürlich.